Hey Leute und willkommen zu der Erweiterung der Meisterwerkwochen hier bei Armidas. Und der Herr der Ringe Kanon darf natürlich nicht aufgebrochen werden. Wir haben vor 2 Wochen angefangen mit Aragorn, letzte Woche kam Legolas und heute, einige von euch haben sich auch schon in den letzten Videos gewünscht, machen wir tatsächlich weiter mit Boromir. Und zwar geht es heute um die Serie Sharps Rifles. Und da reden wir heute über eine ganz bestimmte Szene aus Sharps Eagle, nämlich der Schlacht von Talavera. Und auch hier wieder kurz zum Anfang. Wir sind hier natürlich auch wieder im Bereich der historischen Fiktion. Das heißt, wir nehmen hier eine Thematik aus der Menschheitsgeschichte, in diesem Fall eben die Napoleonischen Kriege und noch spezifischer in diesem Fall jetzt hier die sogenannte Peninsula Campaign, also die Halbinsel-Kampagne, wenn man das so sagen will, quasi das englische Eingreifen in den spanischen Widerstand gegen die Napoleonische Herrschaft. Und da kann ich euch an der Stelle auch wieder die Bücher ans Herz legen. Ich habe euch unten in der Videobeschreibung jetzt erstmal Sharps Eagle verlinkt, weil es eben zum Thema des Videos passt. Es ist in der Serie zu Sharps Rifles nicht das erste Buch, also auf chronologischer Basis ist es nicht das erste Buch, obwohl es das erste Buch ist, was tatsächlich veröffentlicht wurde. Also es ist ein bisschen so wie bei Star Wars. Der erste Film, der veröffentlicht wurde, war dann letztendlich Star Wars Episode 4, damals noch Krieg der Sterne, aber gut, das ist ein Thema für ein anderes Video. Aber eben für heute das Thema ganz passend verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung das Buch, was auch hier zu der Serienszene in dem Fall passt, nämlich wie gesagt Sharps Eagle, beziehungsweise auf Deutsch heißt es Sharps Trophäe. Die verlinke ich euch beide einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch unten in der Videobeschreibung. So, und da sind wir jetzt quasi auch schon in der Szene an sich drin und ich würde sagen, wir reden diesmal gar nicht so weit vorne groß drum herum, sondern ich erzähle ein bisschen was dazu, wenn es dann tatsächlich auch zum Teil der Szene passt, die wir uns hier anschauen. Guard, Hogan. Horse, foot, cannon. French outnumber is 3-1. Okay, an der Stelle müssen wir erstmal kurz anhalten, denn sowohl in der Serie als auch in den Büchern wird immer wieder ein gewisses Narrativ aufgebaut, nämlich dass Sharp hier, der Protagonist, gespielt von Sean Bean, also mit vollem Namen Richard Sharp, sich immer wieder Situationen gegenüber sieht, die für ihn ausweglos erscheinen. Also dieses typische Klischee, dass der Protagonist immer unterlegen sein muss, damit man auch mit ihm mitfiebert und sowas. Ist natürlich auf einer filmischen und vielleicht auch einer dramaturgischen Ebene verständlich. Allerdings, wenn wir uns jetzt auf die Szene hier beschränken, auf die Schlacht bei Talavera, dann muss man tatsächlich sagen, ist hier so eine kleine künstlerische Freiheit genommen worden. Nämlich, es wird hier gerade gesagt, dass die Franzosen die britische Armee ist nicht so ganz richtig, weil es handelt sich hier um eine Koalition aus britischen und spanischen Truppen, ungefähr 3-1 outnumbered, also dass sie zahlenmäßig weit überlegen ist. Und das mag in etwa sein, wenn man sich nur die britischen Streitkräfte anguckt. Die britischen Streitkräfte bei der Schlacht von Talavera waren ungefähr 20.000 Infanterie und die französischen waren etwa 46.000 Infanterie und 80 Kanonen. Ich glaube, die Briten hatten irgendwas um die 30 Kanonen. Allerdings muss man jetzt noch die spanischen Streitkräfte dazu zählen, weil die waren an der Schlacht natürlich auch beteiligt. Und die spanischen Streitkräfte waren tatsächlich auch zahlenkräftiger, zahlenstärker als die britischen Streitkräfte, die waren mit etwas über 30.000 Soldaten da. Das heißt, wenn man das Ganze zusammenzählt, kommen wir sogar auf eine Zahl, wo man sagen könnte, die alliierten Streitkräfte zwischen der britischen Armee und der spanischen Armee waren sogar zahlenmäßig stärker als die französische Armee bei dieser Schlacht. Und um hier nochmal kurz vorwegzugreifen, die Schlacht endet letztendlich auch in einem taktischen Sieg für die britisch-spanische Allianz. Und allerdings mit einem strategischen Sieg für die französischen Streitkräfte. Also hier haben wir so ein gewisses Ungleichgewicht. Aber ist jetzt auch nicht ganz so schlimm für das Verständnis dieser Szene. Und wir machen an der Stelle erstmal weiter. Also hier müssen wir auch noch mal kurz Pause machen. Das ist natürlich auch sowas, was sowohl im Buch als auch in der Serie immer wieder ein bisschen thematisiert wird, dass Richard Sharp natürlich sehr truppennah ist. Also er ist natürlich der führende Offizier seiner Truppe, aber er sieht sich immer als Teil seiner Einheit. Das ist ein Gedanke, der sich durch alle möglichen militärischen Diskussionen bis heute zieht. Und es wird daran auch bis heute noch geforscht, was tatsächlich effektiver ist, was effektiver sein soll, etc. pp. Also es ist eine riesige Debatte. Allerdings muss man sagen, dass gerade im napoleonischen Kontext
es nicht unbedingt die Regel war, dass ein Truppenführer eine so starke Truppennähe zeigt, dass er selbst das Gegensprechen oder so ein bisschen die Neckereien der Untergebenen über sich ergehen lässt. Klar, im Gefecht kann das mal passieren, aber so wie es eben in der Serie oder in den Büchern auch gezeigt wird, ist das nicht unbedingt so realistisch. Man kann sagen, ja, okay, vielleicht mag das mal vorgekommen sein in einer Situation, aber das zieht sich eben durch die ganzen Bücher. Und das eben, ich meine, es passt ja auch zu den Büchern, es passt zum Charakter des Richard Sharp, aber das Ganze in einen Kontext zu rücken, dass es alltäglich gewesen sein könnte während der napoleonischen Kriege, ein bisschen schwierig. Also da nur so ein kleiner Kritikpunkt, aber jetzt auch nicht wirklich großartig schwierig. Okay, hier haben wir tatsächlich eine Situation, die ist so sogar historisch belegbar. Diese Situation ist so oder so ähnlich während der Schlacht um Talavera auch entstanden, dass eben der Truppenführer, wobei man sagen muss, also hier auch wieder kreative Freiheit, sowohl Richard Sharp als auch die South Essex, also dieses Regiment, ich weiß gar nicht, ist es ein Regiment im Buch oder in der Serie oder ist es ein Bataillon? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, die South Essex existierte so nicht wirklich. Trotzdem ist diese Situation hier entstanden, dass eben der Truppenführer, ich meine, es wäre der rechten britischen Flanke, geflohen ist und dann hat ein anderer Truppenführer diese Flanke eben stabilisieren müssen. Hier in der Serie ist es dann Richard Sharp, der eben die South Essex wieder ein bisschen zu sich ruft und dann doch seine Autorität dann mal zum Tragen ruft und letztendlich bleibt dann, ich sag mal, das Regiment, sage ich jetzt mal ganz salopp, ich weiß nicht mehr, wie gesagt, ob es ein Regiment war oder ein Bataillon, bleibt dann auch da und bleibt stehen und kämpft weiter. So oder so ähnlich ist das dann tatsächlich auch in der richtigen Schlacht von Talavera passiert. So, und hier halten wir noch mal kurz an, weil das ist im Grunde genommen für das Verständnis dieser ganzen Szene auch ein bisschen wichtig. Hier haben wir eine sehr starke Differenzierung zwischen zwei Truppentypen. Wir sehen hier im Hintergrund die mit den schönen rot-weißen sauberen Uniformen. Das ist sogenannte Linieninfanterie und hier haben wir im Vordergrund die mit diesen etwas dunkleren Uniformen. Das sind, was man im deutschen Raum bezeichnen würde als Jäger. Im englischen Original, also englischen Kontext dieser Szene hier auch, wären es eine Line Infantry und hier im Vordergrund eine Rifle Infantry. Deswegen eben auch der Titel Sharps Rifles. Im Deutschen ein bisschen unglücklich übersetzt mit die Scharfschützen. Eigentlich wäre historisch korrekter die Jäger oder selbst Sharps Jäger wäre richtiger, weil zwischen Jägern und Scharfschützen, da ist dann nochmal ein bisschen ein kleiner Unterschied. Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Regimentern, die man jetzt hier sieht, eben im Hintergrund die Linieninfanterie, und ich sage jetzt einfach mal, im Deutschen wären es hier die Jäger, ist, dass die Linieninfanterie das macht, wonach sie auch benannt sind. Also die ganze Einheit fußt auf der Linienformation, dass man sich dem Gegner eben in einer Linienformation gegenüberstellt und dann Salve um Salve eben in Feuerdisziplinen gegen den Gegner wirken lässt. Und die Jägerinfanterie hier im Vordergrund ist eher, was man bezeichnen würde, als leichte Infanterie. Also man sieht das hier schon, sie haben auch nicht unbedingt die gleiche Ausrüstung wie die Linieninfanterie. Also eines der Hauptmerkmale ist, dass hier beispielsweise vorne an den Gewehren kein Bajonett dran ist, weil die Jäger eben definitiv nicht für den Nahkampf konzipiert sind. Trotzdem tragen sie noch eine Nahkampfwaffe hier eben an der Hüfte. Aber wie gesagt, die Jäger sind nicht unbedingt konzipiert für den Kampf Mann gegen Mann und dienen eben hauptsächlich in der Plänklerrolle. Und hier auch noch mal eine kleine Namensanekdote an der Stelle. Im Englischen ist es auch relativ offensichtlich, woher die Namensgebung kommt. Also Line Infantry wegen der Line, also wegen der Linie, ne? Und im Deutschen da eben auch. Die Linieninfanterie heißt Linieninfanterie wegen der Linienformation. Bei den Rifles ist das ein bisschen anders. Die wurden Rifles genannt, weil eben nicht eine Formation ihr Kernpunkt war, wie jetzt bei der Linieninfanterie, sondern die Waffe an sich. Sie hatten eine offene Formation. Sie waren jetzt nicht unbedingt an eine Formation gebunden und konnten eben im lockeren Verband mit ihren Rifles dann gegen den Gegner wirken. Im Deutschen ist das etwas anders, denn im Deutschen entsteht eigentlich erst das Konzept der
Rifles oder der Jäger. Nämlich hier an der Stelle, kurzer Gruß geht raus an alle Hessen, die das Video schauen. Dieser Einheitentyp, diese Rifles, diese Jäger wurden irgendwann in den 1630er Jahren in Hessen oder im hessischen Raum, was man heutzutage als hessischen Raum bezeichnen würde, entwickelt oder erfunden. Und zwar eben auch in dem Kontext, dass Formationskampf immer prominenter wurde. Allerdings brauchte man eine gewisse Einheit, die ein bisschen mobiler bleibt. Und da hat man sich gedacht, ja, wer kennt sich denn schon so ein bisschen mit Gewehren aus? Wer geht denn in seiner Freizeit vielleicht auch ein bisschen jagen draußen? Das sind ja Jäger. Also da ging es dann wirklich um Berufsjäger. Und das erste Jägerregiment, das erste Regiment, was wirklich auf diese Art und Weise gewirkt hat, wurde in Hessen entwickelt. Wie gesagt, irgendwann in den 1630er Jahren. Ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau. Da ist das jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich die Quellen gelesen habe. Aber wie gesagt, irgendwann in Hessen der 1630er Jahre. Und wurde aufgestellt aus Berufsjägern und Förstern, die eben schon im Umgang mit Waffen geübt waren, eben in ihrem sonstigen Beruf. Und dahingehend hat man dann das erste europäische Jägerregiment aufgestellt. Und die anderen Nationen Europas haben das dann so ein bisschen, haben sich dann inspirieren lassen davon. Ich will nicht sagen geklaut, aber haben sich inspirieren lassen davon und haben eben dann auch solche Regimenter aufgestellt. Und wie gesagt, dadurch ist dann in Deutschland oder im deutschen Raum ist dann der Begriff der Jäger bis heute hin ein bisschen geblieben. Auch wenn der moderne Militärbegriff beim Bund oder bei der Schweizer Armee oder in Österreich auch, der Jäger nicht unbedingt derselbe ist, wie man den dann während den napoleonischen Kriegen vor 200 Jahren eingesetzt hat. Also da haben wir eine kleine zeitliche Differenz, aber trotzdem, der Begriff der Jäger kommt tatsächlich vom Jäger an sich. Now, I know you can fire 3 rounds a minute. But what I want to know now is, can you stand? Okay, das war jetzt ein bisschen abrupt angehalten. Wir spulen dann nochmal ein wenig zurück, hier genau auf diese Szene. Da haben wir jetzt zwei Aussagen in einem, die sehr gut sind und auch das Militärwesen der Zeit sehr gut widerspiegeln. Und zwar Sean Bean, Richard Sharp in der Szene hier, sagt jetzt zu seinem Regiment hier, dass er zwar weiß, dass die Soldaten hier in dem Fall 3 Schuss pro Minute abgeben können, was auch schon sehr sportlich ist für die Zeit, gerade für die Linieninfanterie und was auch so ein bisschen ein Grund war, wieso gerade die Redcoats im 18. Jahrhundert und dann hier Anfang des 19. Jahrhunderts auch noch sehr berühmt waren. Allerdings, was er auch anspricht, ist, can you stand? Also könnt ihr standhalten? Und das ist eben auch das, was ich bei dem Video zu Alatris, zur Schlacht von Rocroi schon ein bisschen angesprochen habe. Ist der Fall, dass Disziplin, Standvermögen und alles, was damit so ein bisschen zu tun hat, eben in diesem Zeitalter des schweren Formationskampfes hier mit Schusswaffen sehr, sehr wichtig ist. Und wir haben es ja eben schon gesehen, dass der befehlshabende Offizier geflohen ist beim ersten Anzeichen, dass er sich selbst einer sehr disziplinierten, einheitlich vorrückenden französischen Kolonne gegenüber sieht. Da ist der befehlshabende Offizier schon geflohen und einige der Soldaten, die wir hier haben, es ist auch sehr gut dargestellt, dass die Soldaten alle sehr jung sind. Also Wehrdienst beginnt damals nicht mit 17, 18, so wie es hier heute ist, sondern da beginnt das schon im jungen Teenageralter. Gerade wenn man Offizierslaufbahn oder sowas einschlagen möchte, da beginnt das schon im sehr, sehr jungen Teenageralter, was man heutzutage haben würde. Also wenn ihr euch vorstellt, ungefähr, wenn ihr heutzutage in der 5., 6. Klasse seid, wollt ihr lieber in der 5., 6. Klasse sein oder wollt ihr in einem anderen Land, was ihr nicht kennt, wo ihr noch nie wart, irgendwelche Leute umbringen oder selbst umgebracht werden oder Freunde verlieren oder irgendwas anderes. Also da haben wir schon eine sehr andere soziale Struktur und auch eine sehr, sehr viel stärkere Verrohung der jungen Generation, sehr in diesem Fall sehr speziell. Und hier wirkt dann in dem Fall auch der alte, erfahrene Offizier auf diese jungen Soldaten ein bisschen ein, schwört sie so ein bisschen auf ihre Mission ein, auf ihr Ziel. Und ich weiß, dass ihr 3 Schuss die Minute abgeben könnt. Und das ist alles schön und gut. Aber könnt ihr auch im Angesicht des Todes hier stehen bleiben? Und das ist eben für den, gerade für den Formationskampf sehr, sehr wichtig. Und jetzt fällt mir gerade noch auf, das habe ich tatsächlich gar nicht mal so vorbereitet oder irgendwas. Ich sehe gerade hier an den Schulterpartien, da müsste ich jetzt aber auch nochmal nachgucken, das ist gar keine reguläre Linieninfanterie. Das kann jetzt natürlich dem Kostümdesign geschuldet sein, aber diese Schulterpartien so sind eigentlich eher ausgearbeitet bei entweder Grenadierregimentern oder Garderegimentern.
Aber da passt einiges anderes an der Uniform nicht so zu. Da müsste ich mich jetzt auch nochmal vielleicht nach dem Video informieren. Also ist jetzt gerade auch nur was, was mir spontan da so auffällt. Aber an der Stelle würde ich sagen, wir machen erstmal ein bisschen weiter mit der Szene. So, das hier ist auch sehr, sehr richtig und sehr wichtig. Sharp gibt jetzt quasi das Kommando über dieses Linieninfanterie-Regiment-Bataillon, wie auch immer, ab an den Nächsten in der Linie mit einer sehr wichtigen Information, nämlich 3 rounds a minute, also 3 Schuss die Minute, damit der nächste befehlshabende Offizier sich auch so ein bisschen darauf einstellen kann, weil er gibt dann letztendlich die Schusskommandos. Also es ist in dieser Art der Linieninformation auch nicht so, dass dann jeder einfach schießt, wenn er fertig ist. Das hat also für diejenigen von euch, die vielleicht Total War gespielt haben und die beiden Spiele Empire Total War und Napoleon Total War vielleicht Rücken an Rücken gespielt haben, denen wird vielleicht aufgefallen sein, dass in Empire es verschiedene Schussdrills gegeben hat, also linienweise schießen oder pelotonweise schießen. Da gibt es dann auch verschiedene Art und Weise, wie man da dran gehen kann. Und im nächsten Spiel in der Reihe, in der Total War-Reihe in Napoleon, da haben dann einfach alle Soldaten so ein bisschen geschossen, wann sie halt fertig waren mit dem Laden. Und so ist das tatsächlich nicht. Also es schießt nicht jeder Soldat einzeln, wenn er halt fertig ist mit dem Laden, sondern es ist ein sehr reguliertes Schießen. Und wenn man da nicht mithalten kann, dann kann man da nicht mithalten. Und dann muss man das weiter üben und dafür ist dann Drill da. Und ein Regiment, was eben diese 3 Schuss pro Minute, was wie gesagt schon sehr sportlich ist, schafft, das hat auch entsprechenden Drill und das wird dann auch in der Kaserne die ganze Zeit über geübt, dass man diese 3 Schuss auch unter Druck halten kann. Und wenn mal die Hände etwas zittern und wenn mal nicht alles so gut funktioniert. Und je mehr Schuss das Regiment abgeben kann pro Minute, desto besser natürlich. Und das muss dann auch ein befehlshabender Offizier, der diese Schusskommandos eben auch gibt, eben auch wissen. Und deswegen ist das hier sehr wichtig, dass bevor Sharp wegrennt mit seinen Jägern, dass er dann hier nochmal dem Nächsten im Kommando die Information gibt, 3 Schuss pro Minute, das bekommt dieses Regiment hier hin. Alles, was drunter ist, ist Verschwendung an Zeit. Alles, was drüber ist, da wird es vielleicht ein bisschen kritisch mit der Kohäsion der Truppe. Boys, let's load up and do some shooting. So, hier halte ich jetzt auch noch mal kurz an, nur im Grunde genommen wegen der kleinen Klarstellung. Also der ganze Bereich, der jetzt so ein bisschen gezeigt wird hier, ist so gesehen nicht wirklich historisch. Es gab während der Schlacht hier um Talavera, gab es kein aufgezeichnetes Flankenmanöver der leichten Infanterie. Was es gab, war ein Flankenmanöver der Kavallerie. Also Kavallerie wird hier in der Serie ja gar nicht gezeigt, zumindest nicht in dieser Schlacht. Hat wahrscheinlich auch den Grund, da man das Budget nicht hatte. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich weiß, dass die Serie nicht unbedingt mit einem großen Budget gesegnet war. Und deswegen hat man hier wahrscheinlich die Stuntmänner und die Pferde ein bisschen weggelassen und hat dann dieses Flankenmanöver der Kavallerie hier der leichten Infanterie gegeben. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es im Buch war. Das ist jetzt auch schon gut 10, 15 Jahre her, dass ich die Bücher mal gelesen habe. Aber was hier tatsächlich historisch ist, ist, dass ein Flankmanöver initiiert wurde durch einen Graben an der Seite. Wie gesagt, nicht durch die leichte Infanterie, sondern durch die Kavallerie, aber die Kavallerie hat sich eben bei dieser Schlacht von Talavera in einem seitlichen Graben versteckt und hat dann eben gewartet, bis die gegnerische Kolonne hier in dem Fall nah genug dran war. Wir sehen das gleich noch, hier wird dann von Sharp auch runtergezählt, wie viele Schuss gebraucht werden, damit dann die Kolonne letztendlich auch da ist. Und dann wurde das Flankenmanöver im Original eigentlich durchgeführt durch die Kavallerie und wie gesagt nicht durch die leichte Infanterie. Aber an der Stelle, wie gesagt, so ein bisschen kreative Freiheit. Hier spricht man das dann eben dem Protagonisten und der Einheit des Protagonisten zu. So, hier halte ich jetzt auch noch mal kurz an, um mal kurz auf die Formation zu sprechen zu kommen, die wir hier haben. Wir haben wahrscheinlich auch dem Budget der Serie geschuldet nur eine Aufstellung in 2 Reihen.
In der Regel ist ein Linieninfanterieregiment zur Zeit der Napoleonischen Kriege gegliedert in drei Reihen. Es hat dann den Vorteil, dass man nicht wie hier gezeigt die erste Reihe schießt, die zweite Reihe schießt und dann ist die erste Reihe wieder dran, sondern man kann diese Zeit noch aufsplitten auf die dritte Reihe und dann kann man eben 50% mehr Feuer wirken lassen gegen den Gegner und man bleibt trotzdem noch in diesen drei Schuss pro Minute. Eine vierte Reihe wird oftmals nicht gemacht, weil da werden dann die Zwischenräume zwischen den Vordermännern nicht mehr so breit, dass man da gut durchschießen kann, beziehungsweise da wird auch so ein bisschen Zeit dann verschenkt beim Nachladen. Und da kommen wir auch schon zur zweiten Thematik, was diese Formation hier angeht. Das hier ist jetzt eine sehr einfache Art und Weise, das Ganze zu zeigen. Also, dass die vordere Reihe schießt und dann nachladen muss, ist natürlich logisch. Allerdings ist das zur Zeit der Napoleonischen Kriege schon ein sehr veralteter Gedanke, dass die vordere Reihe zum Nachladen tatsächlich stehen bleibt. Und dann die zweite Reihe mit den Musketen, mit den Gewehren hier neben den Köpfen der Vordermänner dann zum Schuss ansetzt. Das wurde vereinzelt noch so gemacht, allerdings nicht von den, sage ich mal, Top-Armeen der Zeit, also definitiv nicht von der britischen Armee, definitiv nicht von der französischen Armee, definitiv nicht von der spanischen oder der preußischen Armee. Bei der österreichischen Armee gibt es tatsächlich noch Quellen, wo das teilweise noch belegt ist. Bei der russischen Armee bin ich mir gar nicht so sicher, da bin ich nicht so in den Quellen drin, aber definitiv bei der britischen, französischen, preußischen und spanischen Armee wird das nicht mehr so gemacht. Da gibt es schon sehr, sehr viele andere Drills, wie man dann eben feuert. Das nächst einfache wäre einfach, dass die vorderen Glieder sich beim Nachladen abknien. Also dass wir das gliedweise Schießen eben so haben, dass das erste Glied schießt und sich dann abkniet, um nachzuladen. Dann schießt das zweite Glied, kniet sich ab zum Nachladen. Dann schießt das dritte Glied, was wir jetzt hier nicht haben. Und dann geht es eben wieder von vorne los. Was wir zu dieser Zeit allerdings auch haben und was noch effizienter ist teilweise, ist das sogenannte Pelotonenfeuer. Und das Pelotonenfeuer geht nicht die Linie von vorne nach hinten, sondern es geht die Linie von rechts nach links oder beziehungsweise öfter tatsächlich sogar von links nach rechts durch. Und Pelotonenfeuer ist, dass alle drei Glieder gleichzeitig schießen, allerdings immer nur 3 bis 4 Soldaten auf einer. Ist das lateral gesehen, also nicht nach hinten gesehen, sondern auf die Breite der Linie gesehen und dass dadurch eben so eine Art Seitwärtsfeuern entsteht und dass die ganze Linie dann nie aufhört zu schießen quasi. Das ist natürlich erstmal an Feuermasse nicht unbedingt mehr, sogar weniger, aber es hat einen definitiv höheren Moralschadenswert, weil es lastet ja natürlich ein sehr viel höherer Druck auf dem Gegner, wenn er weiß, er wird jede Sekunde neu beschossen, anstelle von, er wird nur einmal alle, ja, was wird das sein, 10 Sekunden beschossen. Da kann man sich noch irgendwie drauf einstellen, aber wenn man dann wirklich jede Sekunde oder alle 2 Sekunden beschossen wird und wenn es nur wenige Gewehre pro Salve sind, dann ist das trotzdem ein sehr viel höherer Moralschaden oder ein sehr viel höherer Angstfaktor, der da mitspielt. So, und hier sehen wir eben auch diesen titelgebenden Sharps Eagle. Beziehungsweise auf Deutsch dann Sharps Trophäe, ist eigentlich schon mal so ein kleiner Spoiler an der Stelle. Wobei der Autor Bernard Cornwell der Serie, der hat ja auch so ein bisschen eine Tradition eröffnet, dass die Titel seiner Bücher im Grunde genommen immer die letzten Worte des jeweiligen Buches sind. In dem Fall ist es dann, glaube ich, sogar Arthur Wellesley, also der berühmte Sieger der Schlacht von Waterloo später noch, der einen Toast ausgibt auf Sharps Eagle und in Deutschen dann eben auf Sharps Trophäe. Diese Adler hier kommen vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt vor, der sich eher mit der römischen Kriegsführung oder der römischen Geschichte beschäftigt. Und das hat Napoleon als alter romanophiler Kaiser natürlich auch so ein bisschen aufgegriffen. Ist natürlich eine Anspielung auf den römischen Legionsadler, nur dass im französischen Kriegswesen der napoleonischen Kriege eben jedes Regiment bzw. jedes reguläre Linieninfanterieregiment einen solchen Adler mit sich führt. Und das hat im Grunde genommen auch dieselbe Funktion wie ein Legionsadler in der Antike. Es ist zum einen eine Standarte, an die man sich knüpfen kann, so ein bisschen eine Moralvorstellung oder eine moralische Präsenz auch einfach nur, wenn man das so sagen kann. Und dementsprechend wurden diese Adler dann auch in der französischen Armee Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts auch wertgeschätzt.
Und deswegen ist dieser Adler dann letztendlich auch eine so wichtige Trophäe für Richard Sharp. Und daraufhin bekommt Sharp auch, glaube ich, seine erste Beförderung in den Büchern zumindest. In der Serie weiß ich gar nicht mehr, wie sie es da aufgebaut haben. So, eine Sache, die man hier dran jetzt eventuell kritisieren könnte, ist, dass in der richtigen Schlacht von Talavera das Ganze nicht wirklich so abgelaufen ist. Also was wir hier sehen, ist, dass die französische Kolonne natürlich irgendwie nicht aufhört zu marschieren und hier und da begeben sich dann Teile dieser Kolonne noch irgendwie konfus in die Rolle der Jäger, in die Rolle der Rifle-Regimenter rein und versuchen dann noch Gegenfeuer wirken zu lassen, obwohl sie eigentlich darauf gedrillt sind, in der Kolonne und dann letztendlich auch in der Linie zu marschieren und zu wirken. Und was wir hier auch haben, ist, dass die französische Kolonne sich schon lange in effektiver Reichweite der englischen Linien befindet, aber nicht aufhört zu marschieren. Und da könnte man doch argumentieren, ja, warum bleibt jetzt die französische Kolonne nicht einfach stehen, baut selbst eine Linie auf und wirkt gegen die Gegner, zumal wir hier zumindest in der Serie schon gesehen haben, dass die französische Kolonne definitiv zahlenstärker ist als das britische Kontingent, dem sie sich eben entgegensieht. Also hier so ein kleiner logischer Kritikpunkt jetzt in dem Falle. Im historischen Original ist es tatsächlich so, dass die Kolonne auch irgendwann stehen bleibt und selbst eine Linie aufbaut, sogar mehrere Linien aufbaut, weil die französische Kolonne bestand nicht nur aus einem Regiment und dahingehend auch sehr effektives Feuer gegen die britischen Linien wirken hat lassen und dann letztendlich erst durch das Flankenmanöver der britischen Kavallerie jetzt so ein bisschen in Bedrängnis geraten ist und dann auch vom Feld geflohen ist. Also was wir hier zu haben, dass die Briten wirklich kaum bis gar keine Gegenwehr zu erwarten haben, ist so ein bisschen Fiktion, beziehungsweise ist schon starke Fiktion im Bereich der Serie jetzt hier. Und auch hier, was wir gerade gesehen haben, dass die South Essex, also das Linieninfanterieregiment, was wir hier haben, einfach so zum Angriff übergeht, ohne wirklich den Befehl bekommen zu haben von ihrem kommandierenden Offizier. Das würde man, glaube ich, nach der Schlacht, selbst wenn alle die Schlacht überleben, so nicht stehen lassen. Da gäbe es die ein oder andere Bestrafung nach Kriegsrecht. Also da sind wir schon im Bereich der starken Fiktion. Aber hier auch gar nicht schlimm, weil letztendlich ist die Schlacht an dem Punkt jetzt so schon gewonnen. Zumindest was wir hier in der Serie sehen, was wir dann in den Büchern auch gezeigt bekommen. So, an der Stelle sollte ich vielleicht sagen, Spoiler für Nebencharaktere, aber an der Stelle möchte ich noch mal kurz anhalten, um einen kleinen Exkurs zu halten über das Thema Bajonette. Und zwar ist das etwas, was ich schon öfter gesehen habe, gerade auch als Diskussion unter YouTube-Videos zu Filmen, zu Spielen etc. Und das hat etwas zu tun mit der Genfer Konvention. So, der ein oder andere wird bestimmt schon mal gehört haben, dass Bajonette laut Genfer Konvention zu den geächteten Waffen zählen. Das heißt, dass man heutzutage in modernen Kriegen bitte doch keine Bajonette mehr benutzt. Und dahingehend werden dann immer wieder Diskussionen eröffnet, dass beispielsweise die napoleonischen Kriege ja als eine unglaublich unmenschliche Zeit gelten müssen und die Art und Weise, wie Krieg geführt wird, eben unglaublich menschenverachtend gewesen sei. Also zum einen natürlich erstens, Kriege sind auf irgendeine Art und Weise immer menschenverachtend. Allerdings gerade in Bezug auf Bajonette hat das Ganze nicht unbedingt etwas mit Bajonetten zu tun und es zählen auch Bajonette in die Genfer Konvention rein. Allerdings hat das nicht wirklich etwas mit Bajonetten zu tun, denn es gibt ja heute immer noch Unterarten von Bajonetten und in der Genfer Konvention sind eben diese geächteten Waffen auch nur Waffen oder hier in diesem Fall eben Stichwaffen, die
übertrieben oder unnötig große Wunden reißen. Und da können natürlich einige Arten von Bajonetten reinzählen, allerdings auch einige Arten von Messern, einige Arten von Schwertern, keine Ahnung, mit was ihr in den Krieg ziehen möchtet, aber eben sowas. Also Bajonette sind nicht unbedingt grundsätzlich verboten, aber gewisse Arten von Bajonetten schon. Und das hat eben den Grund, dass die meisten Bajonette sehr große Wundkanäle hinterlassen und an denen stirbt man eben sehr schmerzhaft, sehr traumatisch für alle Beteiligten und es ist nicht unbedingt ein schöner Weg zu sterben, mal ganz davon abgesehen, ob es überhaupt einen schönen Weg gibt zu sterben. Außer vielleicht friedlich einschlafen oder sowas. Aber hier an der Stelle eben nochmal darauf hingewiesen, weil wir haben jetzt eben diesen jungen Soldaten hier auch gesehen, wie er von hinten dann von einem Bajonett getroffen oder erstochen wurde und wie er dann anfängt hier zu husten und das Blut kommt ihm hier raus und daraus. Und letztendlich ist das dann der Fall, dass eben dieser Wundkanal sich nicht schließen kann, weil eben alles aufgerissen ist und innerlich irgendwie alles anfängt, Blut überall reinzulaufen, in Lunge, in Magen, in Darm. Und das Ganze ist eben ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, den ich auch hier jetzt gar nicht so weit ausführen möchte, weil YouTube und wir gucken ja auch hier auch Minderjährige zu. Einfach hier an der Stelle nochmal kurz als Exkurs, dass nicht unbedingt Bajonette grundsätzlich verboten sind von der Genfer Konvention, was ich im Grunde genommen sogar unterstützen würde, wenn einfach alle Waffen von der Genfer Konvention verboten werden würden, aber gut, anderes Thema, sondern tatsächlich nur Waffen, die einen unnötig großen Wundkanal reißen. Wobei, wenn man sich napoleonische Bajonette mal anguckt, die Länge und die Dicke, da wird man dann hier und da schon feststellen, das sind definitiv Waffen, die nicht unbedingt im Rahmen der Genfer Konvention entwickelt wurden. Das dickste Bajonett, was ich mal gesehen habe, das hatte hinten am Schaft, war das seine guten 3-4 Zentimeter dick. Also von dem möchte man dann irgendwie nicht durchbohrt werden. Gut, und an der Stelle hören wir dann auf mit einem etwas deprimierenden Thema, aber das gehört ja zur Auseinandersetzung mit Krieg auch manchmal dazu. Dass man eben nicht nur auf die positiven Seiten sich ein bisschen konzentriert, oh guck mal, wie schön hier die Kostüme sind oder die Rüstung oder was auch immer und wie schön hier einige Formationen dargestellt werden, sondern dass man auch sowas mal thematisiert und eben mal sagt, Krieg ist nicht schön. Und Leute sterben im Krieg und das ist schmerzhaft und Leute werden traumatisiert und kommen auch traumatisiert aus Kriegsgebieten zurück. Auch heute noch, wo es Genfer Konventionen gibt. Und von daher, ne, haben wir das auch mal angesprochen. Aber an der Stelle auch die Frage an euch. Habt ihr die Serie gesehen? Habt ihr die Bücher gelesen vielleicht sogar? Was ist eure Lieblingsstelle aus den Büchern, aus dem Film? Was findet ihr ist wunderbar dargestellt? Was fandet ihr ist in der Serie vielleicht nicht so eins zu eins rübergekommen, wie man sich das vielleicht in den Büchern vorstellt oder vielleicht sogar in der Geschichte selbst. Lasst mir das gerne mal unten in den Kommentaren stehen und für die Leute, die die Bücher vielleicht noch lesen wollen, wie gesagt, habe ich euch hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.